Das hat es in Hamburg während der Flüchtlingskrise so noch nicht gegeben. Bürger gehen auf die Straße und demonstrieren gegen die Größe einer geplanten Unterkunft. Doch es sind keine dumpfen Parolen der 1200 Teilnehmer, sondern die legitime Forderung, nicht mit einer Riesenunterkunft von 5000 Flüchtlingen überfordert zu werden. So ist es in Neugraben nämlich zurzeit geplant, und zwar mitten im Neubaugebiet Vogelkamp. Der Stadtteil hat schon jetzt einen hohen Migrantenanteil, ist sozial schwach und sollte unter anderem mit dem Vogelkamp aufgewertet werden. Das sieht die Bürgerinitiative Nein zur Politik, Ja zur Hilfe zunichte gemacht. Neben dem geplanten Dorf für mindestens 3000 Flüchtlinge gibt es schon jetzt weitere Einrichtungen. Die Zahl ist für die gesamte Stadt beispiellos hoch.